So, herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade einfach weitergespielt, ohne die Aufnahme zu starten. Wäre nicht so lustig gewesen, glaube ich, wenn ich es durchgezogen hätte. Wow, was für ein Tal. Ja. Kann man schon mal machen. Wo ist denn jetzt die... Ich verstehe jetzt das Tor nicht, warum das da ist. Ja, eigentlich auch wurscht. Es ist wahrscheinlich so ein erstes Eingangs-, Umgangs-, Abgangstürchen. Wir können ja kurz hier mal ein Guckerchen machen. Nicht angreifen. Nur um mal zu wissen und so weiter. Oh, das ist eine schlechte Entscheidung gewesen. Weil wir dann sehr einen großen Umweg haben. Okay. Das ist jetzt einiges an Land, was man jetzt hier sehen kann. Und da unten ist schon wieder Beef. Das könnte durchaus ein Troll sein. Gut. Aber da können wir jetzt praktisch umkehren, weil hier kommt keiner so schnell hoch. Und dann noch ein durchs Türchen und dann passt die Sache. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja ein Pass. So. Rennt da die Lydia, rennt da Eisenhaken. Und die hat jetzt Schwerrüstung an, ne? Immer nur. Ja, Meister Petz, ich muss jetzt hier mal vorbei. Was, wie einigen wir uns denn jetzt? Komme ich hier noch um dich herum? Ja, nee, lass mal. Oh Mann, Alter, muss denn das sein? Ja, siehst, hat sie dir mal ordentliches auf die Nase gegeben. Nur darum jetzt schnellstens nach. Das ist aber einiges mehr als nur. Das ist ja richtig. Wow. Richtig viel. Ob hier für uns ein Häuschen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ja. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Verstehe. Auf einen Schluck ins Gasthaus natürlich. Wo sollte man in dieser götterverlassenen Stadt denn sonst hingehen? Ach so. Und auf die Weise wollt ihr all eure Probleme aus der Welt zaubern? Wahrscheinlich nicht. Aber einen Versuch ist es wert. Die sind verheiratet, lass mich raten. Birna. Warum? Hier ist aber ganz schön viel kaputt, ne? Im Stadtkern. Wow. Okay, wir gehen mal einfach weiter. In Richtung von dem Schlösschen da. Was wohl die Akademie ist. Hui. Was haben wir hier noch? Karls Haus. Okay. Und du bist hier gewischt, Warenladen. Birnas Überreste. Also, einen gewissen Witz hat sie. Guck mal. So, ja, dann Start frei. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Was ist denn das hier für ein Ort? Warum seid ihr hier draußen? Eigentlich weiß ich es ja schon. Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen.
Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ich muss da was, kann ich Akademie beitragen? Was ist das für ein Ort? Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier. Ich wollte es nur fragen, ja. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Alles klar. Ja, hier kann ich da beitreten. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte Anführer werden, nichts anderes. Ja, hier möchte Macht des Eises, des Feuers nutzen, um alle zu töten. Ja, das ist es doch. Den Willen der anderen um mich herum beugen. Das ist doch auch schön. Ich möchte die Rätsel des Ethereums lösen. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Nö, Rätsel Ethereum ist schon cool. Ah, die Ebene der Unsterblichkeit. Es heißt, sie sei die Quelle aller Magie. Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Dieses Nicht Schwert jeder hier? Jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Raiden wisse doch, dass ihr erfolgreich war, überreden. Probieren wir es einfach mal. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Warte. Mhm. Es gibt ein kleines magisches Ding, was mir da hilft. Seid gegrüßt. Willkommen an der Akademie von Winterfeste. Ja. Hier kann ich da rein. Ich möchte mehr Akademie erfahren. Destruction Magic. Ja. Es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren kann. Was? Oh nö. Ich möchte mehr über die Akademie erfahren. Wir sind die einzige Gruppe in Himmelsrand, die noch die arkanen Künste studiert. Yay. Auch andere studieren, gewiss, aber nur privat und oft nur im Verborgenen. Ja, und die haben wir schon kennengelernt. Der eine Typ, der da immer die Wölfe wiederbelebt oder versucht. Ja, ja. Ist da einer, der hier die... Also ich suche einen Elfenmagier, der die Warum Sterne... Warum ausgerechnet Sterne? Wartet. Ihr meint doch nicht etwa... Nein, davon könnt ihr gar nicht wissen. What is it? What happened? Would you believe I was given a vision? What is what happened? Es war vor einigen Jahren. Einige Magier wurden wegen ihrer Vermessenheit verbannt. Sie hatten ohnehin kein Talent. Ich habe gehört, dass einer von ihnen, Nilaka, immer noch im frostigen Feuer herumlungert. Er weiß wohl nicht, wohin er sonst gehen sollte, der Arme. Nilaka, ja. Hier. Ja, kann ich da jetzt rein? Wenn ihr den Test besteht, dann ja. Hier, wir beide wissen es doch, dass ich das Nein, kann. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts. Ach, Mann, ich könnte hier noch einen Trank oder ja, ich stelle mich dafür. Ausgezeichnet. Der Magierlichtzauber ist für jeden nützlich. Nicht nur für die, die sich auf Veränderung spezialisieren. Könnt ihr einen auf das Siegel im Boden wirken? Ja, kann ich. Ich freue mich darauf. Alles klar, ja, hier Magie, Magierlicht. Jo, hier, was? Ja, okay. Magierlicht, yay! In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Wie, das war's jetzt? Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Alles klar. Also so ein kleines, so ein wurschtiges Magierlicht reicht ja schon aus, um aufgenommen zu werden. Also zunächst erstmal rein zu dürfen zumindest. Interessant. Wow. Also hier erstens, wer baut sowas? Zweitens,
Wer macht es im Winter immer sauber? Und es ist gerade Winterzeit. Ach, jetzt gucken wir mal. Die hat wohl Böcke ordentlich mal mit Magierlicht. Oh, oh, oh. Oh. Ha. Ach, du heiliger Bimbam. Ich habe nur mal geguckt und das sieht ja alles nicht mehr so ganz... ja, ich komme. Komme. Könnt's losgehen. Das sind aber auch ganz nette Zöpfe, die du hast. Witzig. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Ja, nicht, wenn da nochmal so ein Erdbeben kommt oder sowas. Das könnte durchaus schwierig werden. Okay, oh, oh. Aber halt jetzt. Guck mal. Moment mal. Bist du hängen geblieben? Du bist da hängen geblieben. Pass auf, ich gehe jetzt mal hinter dich. So, ich bin hinter dir. Komm. So. Na. Nein. Nein, nein. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Jo. Hier, wer ist denn die Mirabelle? Außer die wunderbare, dieses leckere Marmeladen. Sie ist die Hofmagierin hier. Erzmagier Aren mag die Leitung haben, aber Mirabelle hat das Sagen. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Also, wohin muss ich nochmal gehen? Bin ein bisschen zerstreut heute. Ihr müsst mit Mirabelle Erwin sprechen. Alles klar. Ihre Räumlichkeiten sind in der Halle der Bekräftigung, aber sie könnte sich überall auf dem Gelände aufhalten. Hier, Ratschläge zur Zerstörungszauber? Zerstörungszauber gibt es in verschiedenen Formen, die alle für verschiedene Zwecke zu gebrauchen sind. Konzentrationszauber sind schwächer, können aber sofort gewirkt werden. Praktisch, wenn man in der Klemme sitzt. Und kein solcher Verlust, wenn man einmal daneben trifft. Ihr müsst euch auch entscheiden, ob ihr euch nur auf eine einzige Art von Zaubern konzentrieren wollt. Eure Flammenzauber werden mächtiger, wenn ihr euch nur auf diese konzentriert. Aber damit seid ihr bei Gegnern, die gegen Feuer immun sind, in einer schwächeren Position. Ja, ich kann kein Training. Kann ich jetzt Training haben? Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ach, guck mal, jetzt geht's auf einmal. Meister 555. Geht nicht mehr, okay. Ja. Ja, gut, dann. Mirabelle wird auf euch warten. Alles klar, thank you. Ach, guck mal, jetzt hier, plötzlich ist... Und plötzlich ist schönes Wetter oder was? Krass. Oh, diese Lichter. So. Gruß, wer bist du denn? Meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eure Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Du bist Mirabelle. Willkommen an der Akademie. Ich wurde beauftragt und so weiter. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Novizenrobe, Zerstörung, College Boots, okay. Hier würde mich gerne umsehen, entschuldigt. Ich bin noch nicht bereit. Ja, würde mich sehr gerne schön. Umsehen. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Also. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Ja, vielleicht auch dieses nicht mehr so lange. Das herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Akaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft.
Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Verstehe. Aber ihr so bautechnisch und so weiter, habt ihr schon mal einen Architekten drüber gucken lassen, oder? Oder Bauingenieur oder so, weil soll ja auch sicher sein, wenn hier mal einer Destruction wirkt. Okay, wo gehen wir jetzt denn jetzt schon hin? Rennen wir vielleicht, wenn ich jetzt hier mit dir... Nein, wir rennen nicht. Wir müssen warten, leider. Sag mal, was hast denn du schon wieder gemacht? Ist ja voll geschmattert wieder. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Alles klar. Ich senke. Also, hier reicht, ne? So tief. Also, ich senke meine Stimme. Ach, jetzt haben wir das auch noch angefangen. Das nächste Mal. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Okay. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Ich hab's verstanden. Aber hallo. Also, die haben ein sehr gerichtetes... Also, ja. Die haben eine sehr gerichtete Vorstellung von Studien... halt, Moment, wo ist sie denn jetzt hier? Ne, die ist abgehauen, ne? Warte mal, durch die Tür hier wieder. Lass mal gucken. Ich hörte Anfangs doch was klappern. Ihr Unterricht bei Tolfdier haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Alles klar. Ich glaube, die meint, dass ich sie verscheiße. Dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Also. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Ich würde gerne jemanden ansprechen. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich weiß, was ich denke. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Ach ja. Ah. Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern.
Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Nö, nö. Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Naja, nee, ich, ja, eher bei den anderen. Ich will die überwinden. Den kenne ich schon und ich weiß nicht, ob ihn benutzt. Ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn nicht wirklich. Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt. Warte. Magierlicht wird da wohl nicht. Race Zombie, niedrigere. Hier, Steinhaut. Umwandeln. Nee, das ist nichts. Beständige Sänftigen, Wildkämpfer. Ja, das wird wohl helfen. Illusion. Ich suche gerade Illusionbeschwörung Wiederherstellung. Steinhaut ist Veränderung, okay. Eichenhaut, Kerzenschein, Leben entdecken, magierlich Steinhaut. Eichenhaut, was war Eichenhaut? Beständiger Schutz. Rüstungswert, absorbiert bis 60 Schadenspunkte. Durch Zauber und weg. Sowas ist doch gut. Heilung, leichter Schutz. Mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrechthalten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Was soll ich Ihnen sagen? Dort hinüber, bitte. Was habt ihr direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ja, warte. Das hat sich nicht geändert, oder? Dann sagt es Ihnen einfach nochmal. Sollten wir der Angelegenheit vielleicht nachgehen? Nein, ich glaube so, nicht. Ich will noch reagiert abwarten, bis die Magie. Haltet still. Sehr gut gemacht. Ja, Erzmagier. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal, hier in der Nähe begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Alles klar, sehr schön. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Schauen wir da. Oh Gott. Okay, hier, wer bist du? Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Okay. Und damit ist es geschehen. Es ist nötig. Da ist der Erzmagier. Okay. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Nee, du bist eure nicht der Erzmagier. Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ah, noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Nö, ich will versichere euch, dass und ich euch alle sehr genau beobachten werde. Ich möchte mehr über die Teilnehmer. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Oh, das klingt sehr überzeugend. Ja, was macht ihr hier? Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Okay. Wie oft fragt ihr euch denn? Vielleicht nicht so oft, wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln.
Na dann wünsche ich viel Erfolg. Der Erzmagier ist schon wieder weg dann. Okay, verstehe, verstehe. So, dann können wir gerade mal überlegen. Hier, Arkanil. Schlüssel auf Orderling. Okay. Wir müssen halt jetzt gucken. Ui. Das sieht hier schon... Nilia. Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Wow. Ja, what are you talking about? Farelda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Was für ein Problem habt ihr mit ihr? Was wissen Sie, was wisst ihr über Arcano? Was ich für ein Problem mit ihr habe? Oh. Sie hat ein Problem mit mir. Immer noch die falschen. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Okay. Verstehe. Aber sie wird mich nicht unterkriegen. Oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Guck mal, den Ork sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Alles klar, hier, was wisst ihr über Arcano? Vertraut ihm lieber nicht. Er führt etwas im Schilde. Natürlich führen die meisten hier etwas im Schilde. Aber in seinem Falle ist es nichts Gutes. Ich habe es noch nicht herausbekommen, aber das werde ich noch. Aber er sieht recht gut aus. Nicht wahr? Alles klar, musst du bis selber zum nächsten wissen. Mal. Alles klar, ich will nur mal gucken, du bist was, Elfe? Was für einer? Ja, kann ich euch mit irgendetwas helfen, Nirja? Ich hatte mich gefragt, ob Faralda wohl in letzter Zeit hier gewesen ist. Hat sie vielleicht irgendwelche Bücher ausgeliehen, an die ihr euch erinnert? Nirja. Hat sie vielleicht irgendwelche gefährlichen Forschungen erwähnt, an denen sie gerade arbeitet? Etwas, was sie in Schwierigkeiten bringen könnte? Ich bin hier, um euch mit den Büchern zu helfen, Nirja. Das ist alles. Ah, ja, natürlich. Nein, ich brauche nichts. Okay, ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Habe ich schon verstanden. Okay, hi, wer bist ihr du? Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Hier, warte mal, ich muss mal kurz unterbrechen. Kämpf wacker. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Stehe. Viel zu tun, Sergius. Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe bei Beschwörungsmagie. Wenigstens bedeutet das mehr Geld für die Akademie. Vielleicht, okay. Aber hier bringt es bloß mehr Arbeit ein. Hier. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Alles klar, ihr nehmt Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Alles klar. Ja, das ist wirklich eine ziemlich beeindruckende Ein Magier ist nur Bibliothek. So gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Alles klar, hier kann ich dir bei irgendwas helfen. Ich brauche Quests ganz dringend. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht... Ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Gefährliche Dinge bin ich nicht interessiert. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer.
Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Brothers of Darkness. Hier, Special Books, ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Okay, was habt ihr denn zu verkaufen noch? Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Was ist das hier? Ja, kaufe. Kaufe, kaufe, kaufe. Kaufe. Okay. Alles klar. Schlüssel auch nicht. So, euch hatten wir auch schon. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Ist da noch eine Tür? Ist schon quite impressive, der Bau, aber jetzt keine Böcke da rein zu stiefeln. Ich möchte eher den Typen noch suchen. Das darf ich, dass wir es einfach hinkriegen. So. Halt, können wir hier reingucken? Nein, auch. Stehlen vom Bücherschrank. Alt. Wo bist du? Ah ja, Mirabel, alles klar. So. Gruß. Warte. Du bist. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Hier. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Alles klar. Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Das ist nur, das ist Himmelsrand, okay. Also, weißt schon. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem. Ich
bin langsam schon ein bisschen müde. Ich wollte eigentlich gerne noch diesen End hier finden. Und jetzt muss ich gerade echt überlegen, warte mal. Da ist Erzmagier, da ist das nach Himmelsrand. Aber eigentlich, wie komme ich denn jetzt von diesem komischen... von dem... Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Alles klar, super. Wie komme ich da in die Quarter rein? Das Tagesgeschäft fällt unter meine Verantwortung. Das bedeutet, wenn ihr zu einem Problem werdet, schickt man euch... Alles gut, danke schön. Über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ich erinnere nicht mehr, das war da drüben irgendwo, richtig. Gut. Danke. Gut, dass du es gesagt hast. Dass man hier gleich ordentlich ein Zimmer kriegt. So, was ist jetzt hier? Book of Dado. Scheißdreck. Gut, okay. Bin immer noch da. Jo. Ihr geht vor, ich folge. Vielleicht müssen wir erst hier ein bisschen was freischalten, ehe wir da zu dem kommen. Okay, da würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Und ich bin mal gespannt, wie das dann hier weitergeht. Also, vielen, vielen Dank. Ich hau mich jetzt erstmal hin. Bin tatsächlich RL auch müde. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.